Hallo du und du natürlich auch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Disney Streamlight Valley mit mir, eure Femia. Und solltest du neu hier sein auf dem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst und kommentiere doch ganz, ganz fleißig. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Ja, jetzt haben wir Buzz und Woody. Also in der letzten Folge haben wir Woody auch hierher geholt. So, aber ich glaube, ja, mit wem machen wir denn jetzt weiter? Es sind ja jetzt so viele. Buzz möchte auch und Wally hat auch, Woody hat auch. Ich weiß nicht, wen nehmen wir denn zuerst? Versuchen wir Buzz. Oh, Wally mit seinen kleinen Stiefeln. Fanny, ich habe das Teil gründlich erkundet. Aber ich muss nur herausfinden, wie ich mich hier am besten nützlich machen kann. Könntest du mir dabei helfen? Räumen wir diese Idee erst einmal auf. Ich würde gerne helfen. Na toll. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mich unsicher zu fühlen. Ich bin ziemlich gut darin geworden, ein Spielzeug zu sein. Aber hier muss ich nicht erstarren, wenn ein Mensch vorbeikommt. Jeder, mit dem ich spreche, ist so groß. Dazu kommt, dass einige von euch magische Kräfte haben. Ich habe vielleicht einen Karateschlag, Raumflügel mit Hochdruck, aber das habe ich nicht. Du bist auf deine Weise ein Held. Okay, was meinst du, würde Woody tun? Du bist meine Freundin, also zweifle nie an dir. Okay, das scheint ein Übersetzungsfehler zu sein. Denn er ist ja männlich. Egal. Du bist auf deine Weise ein Held. Ich bin froh, dass du so denkst. Ich bin zwar nur 30 cm groß und aus Plastik, aber ein Teil von mir wird sich immer wie ein echter Space Ranger fühlen. Das ist es, Buzz. Das ist es, was du hier tun kannst. Du kannst einen Außenposten der Star Command einrichten. Du meinst wie eine lokale Polizeieinheit? Das könnte funktionieren. Ich könnte auf Missionen gehen, Geheimnisse aufdecken, im Umkreis patrouillieren. Als erste Handlung rekrutiere ich dich in meinem Reihen. Willkommen an Bord, Kadett. Wir werden das Wohnmobil als Hauptquartier des Star Command nutzen. Aber wir müssen auch eine Transportflotte aufbauen. Ich werde ein Space Ranger Schiff bauen, um es davor zu stellen. Das wird ein Riesenspaß. Das ist die richtige Einstellung. Ein Space Ranger Schiff sollte für jemand mit deinen Talenten nicht allzu schwierig sein. Zu konstruieren sein. Du brauchst Glas, Hartholz und einige Eisenbahnen. Okay. Ich bin ein Space Ranger Rekrut. Yeah. Das wollte ich schon immer mal sein. Nein, keine Ahnung. Was ist ein Space Ranger Rekrut? Okay, wir brauchen noch zweimal Glas. Und das kriegen wir hoffentlich noch hin. Zwischendurch rühre ich mal meine Suppe hier um. Ich habe mir jetzt gerade mal so schnell so eine Kartoffeltaschensuppe gemacht, weil ich ein bisschen Hunger habe. Wohlgemerkt, es ist 7:30 morgens. Ja. So. Ein Space Ranger Schiff. Platziere das Space Ranger Schiff in der Nähe von Buzz Wohnwagen. Nee, das ist die Küche. Huch, Nanü? Wie kommt denn? Ach, er ist die ganze Zeit. Ah, okay, gut. Alles klärchen. So, in der Nähe von seinem Wohnmobil. Na, das wäre ja dann hier so, wa? Erstmal. Fürs Erste. Oh, sieht ja voll süß aus.
Machen wir es so. Oh, voll putzeputzig. Gute Arbeit, Kadett. Komm, steig ein, damit wir auf Patrouille gehen können. Ich habe das Space Ranger Schiff für dich gebaut. Deshalb ist es ziemlich klein. Für mich könnte es etwas zu eng werden. Du hast recht. Das könnte zum Problem werden. Und außerdem bist du auch noch gar nicht bereit für den Einsatz als Space Ranger. Du brauchst erst noch eine richtige Uniform. Soweit ich weiß, kann man bei Dagobert Duck so ziemlich alles bekommen. Sprich doch mal mit ihm. Okay. Und dann passe ich da rein? Ich weiß ja immer noch nicht. Oh, die Entschuldigung, Fettung. könntest du mal kurz herkommen? In der nächsten Folge? Du süßer Cowboy. Pupperig. So, Dagobert, Miki. Hey, ich habe einen Job für dich. Ei, Fenja, was brauchst du heute? Ich benötige einen Space Ranger Uniform. Sie ist so unerlässlich für meine neue Rolle als Kadettin. Es soll Bass helfen, sich hier wohler zu fühlen. Das ist eine ehrenwerte Sache, aber ich habe so etwas normalerweise nicht in meinem Bestand. Ich fürchte, das wird dich eine Stange Geld kosten. Aber ich bin bereit, mit dir zu handeln. Zuerst musst du etwas marinenblauen Farbstoff herstellen. Dazu brauchst du etwas blauen Bratfarn, einige Blaubeeren und Kohle. Okay, ich besorge dir etwas marinenblauen Farbstoff. Was noch? Zusätzlich zum marinblauen Farbstoff brauche ich noch Fasern und ein Topas als Bezahlung für meine Dienste. Auf Wiedersehen und bis Okay. bald. Marineblauen Farbstoff herstellen. Also mit Kohle, Bratfaden und Blaubeeren. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sozusagen. So, Bratfaden. Nee, muss man das kochen? Ich weiß es nicht. Oder wird das eine Werkbank? Ah, hier. Wie viel müssen wir denn herstellen? Aber anscheinend wohl nur eine, okay. So. Fasern und Topaz. Was sind denn Fasern? Warte mal, Fasern. Wieso habe ich keinen Seetang? Ich habe keinen Seetang. Das ist schlecht. Und ich brauche noch ein Topaz. Brauche ich noch einen Seetang? Topaz waren, glaube ich. Nee. Ein Topaz. Warte mal, habe ich nicht. Nee, das ist meine Futterabteilung. Fasern. Ich habe nur 11. Fehlen noch ein paar. Heif, wir brauchen noch Seetang. Ich hoffe, bei Vajana gibt es noch ein bisschen Seetang. Sollen wir mal gucken. An ihrem Boot. Zwischendurch eine warme Kartoffelsuppe.
Mal gucken, hat sie 2 Seetangen? Naja. Ich muss den nicht. Oh, meinen Seetangenbestand wieder aufwerten. Habe ich so das Gefühl. Schwupp. Rumliegen tut hier gerade auch nichts, ne? An Seetang? Nee, sieht nicht so aus. Kein Seetang in Sicht. Nun gut, dann gehen wir jetzt zur Werkbank. Sozusagen. So, das haben wir. Da ging ja flott die Karotte, würde ich sagen. Mal übergeben. Einen schönen Tag noch. Welch ein Glück, ein Topaz, genau was ich wollte. Danke, Fenia. Jetzt lass mich meine Arbeit machen. Hier ist ein... Was? Hier ist sie. Eine Space Ranger Uniform, direkt aus der ein Hauch von Magie-Maschine in meinen Shop. Okay. Danke, Herr Duck. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Hoffentlich ist das nicht nur aus Pappe. Du wirst sicher nicht enttäuscht sein, Fenia. Ich ziehe besser diese Space Ranger Uniform an, bevor ich zu Bass zurückkehre. Auf Wiedersehen und bis bald. Zieh die Uniform des Space Rangers an. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja. Ja. Moment, da müssen wir nochmal. Warte mal. Hatte ich hier nicht. Hier vielleicht so? naja, noch nicht so ganz. Das ist irgendein Grund, dass ich irgendwie cool ist. Nein, wir bleiben bei dem Kleid, denke ich mal. Sieht sehr... Ja, es hat was. Oder was meint ihr? Also... es sieht doch... ganz nice aus. Entschuldigt, aber das ist... so knuffig. Ah, schön. Gut. Berichte Bass.
Yeah, ich bin ein Space Ranger, nur kann ich nicht springen. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach mal. Wo ist denn Buzz? Hallo, hilft mir mal jemand. Ah, er steht da oben. Dürfte ich um deine Aufmerksamkeit bitten? Vania, du siehst aus, als wärst du bereit, es mit jeder Bedrohung der Galaxie aufzunehmen. Fühlst du dich so heldenhaft, wie du aussiehst? Ja. Ich fühle mich schon so richtig wie ein Mitglied von Star Command. Nein, aber ich finde, dass ich ziemlich schick aussehe. Das bist du ja auch, Kadett. Zumindest in dieser Version hier. Danke dir. Ich beruhigt mich mit meiner ersten... Was? Ach so, dank dir kann ich beruhigt mit meiner ersten Patrouille beginnen. Weil ich weiß, dass du gut auf den Kommandoposten aufpasst. Falls mir etwas Verdächtiges auffällt, sag ich dir Bescheid. Das hat Stil, mein Freund. Yeah. Dann würde ich sagen, war es das heute für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like da. Ein Abo, aktiviert die Glocke und... kommentiert ganz, ganz fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, eure Fania. Tschüss.